So, hallo. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier auf dem YouTube-Kanal von Hofer College ähm, zum Live-Mixing-Workshop mit mir und der Lambert Big Band und Tom Gabel, wie ihr gerade schon sehen konntet. Dieses Konzept, das ihr da gesehen habt, werden wir heute, da werde ich euch heute für Multitrack-Aufnahmen äh, einfach das Live-Mixing ein bisschen näher bringen wollen. Bevor wir das aber machen, möchte ich mich ein bisschen vorstellen. Ich möchte ein bisschen was zu meiner Person sagen, wer ich bin und was ich tue. Mein Namen habt ihr schon gelesen, ich bin Hannes Oberhauser, ich komme aus Ludwigsburg und ich arbeite sowohl im Studio als auch als Live-Engineer. Heute, es heute vor allem um Live-Engineer geht, ähm, möchte ich euch ein bisschen sagen, mit wem ich unterwegs bin, nämlich viel mit Big Bands, auf, mit bekannten Sängern, mit, äh, zum Beispiel Max Mutzke oder mit Tom Gäbel, wie wir es gerade gesehen haben, Cassandra Steen, Julia Neigel. Also tatsächlich ein großes Spektrum an Sängern. Ich bin aber auch mit dem kompletten Gegenteil quasi von so einer riesen Big Band unterwegs, nämlich mit einem Pop-Duo namens Kanda. Die sind aktueller Preisträger des Deutschen Pop-Rock-Preises in drei Kategorien. Vor allem voran Preisträger in der Kategorie Beste Popband. Und um euch mal zu zeigen, dass man auch aus Zwei Leuten so einen äh, großen Sound rausbekommen kann wie aus so einer ganzen Big Band, habe ich euch noch äh, ein kurzes Video mitgebracht, wo ich äh, die Band Kanda im letzten Livestream in Ulm im Roxy gemischt habe. Let's go. Mal So, da sind wir wieder. Das Tolle bei dieser Band ist, dass da kein Playback und nichts mitläuft. Es ist auch alles von Hand gespielt, genauso wie bei der Big Band. Und ich wollte euch einfach ein bisschen zeigen, in welcher Breite ich unterwegs bin und dass das Live-Geschäft von ganz groß bis ganz klein äh, Spaß machen kann. Das Konzert heute, das wir mischen, war mit der Lumberjack Big Band, dem Sänger Tom Gable. Und ähm, wir dürfen heute einen Song benutzen namens ähm, Taking Back My Crown. Da haben wir äh, die Erlaubnis bekommen von Tom Gable, dass wir den benutzen dürfen. Da möchte ich mich herz recht herzlich dafür bedanken. Und ich möchte mich noch bedanken bei der Firma Event Media Tech, bei meinen Freunden von der Firma Event Media Tech aus Herrenberg, die. Äh, freundlicherweise sehr oft die Technik für die Lambert Jack Big Band stellen und auch bei der Firma RK Event Technik, die auch die Technik für die Lambert Jack Big Band stellen. Zu dem äh, Workshop jetzt, der ist aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil ist eine Stunde lang, ist frei verfügbar auf YouTube. Ihr seid ja auch schon alle da und ähm, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und der zweite Workshop-Teil, der geht zwei Stunden und der wird auf der Hofer College-Seite sein und ist auch nur für Hofer College-Mitglieder dann zur Verfügung. Steht nur für Hofer College-Mitglieder zur Verfügung. Ja, ich würde sagen, wir können gleich anfangen. Ich sage euch noch ein bisschen, was mein Plan für heute ist, ganz grob. Ähm, ich möchte euch erst äh, ein bisschen mitnehmen auf der ganzen Reise zum Live-Konzert. Ähm, wo beginnt. Die Vorbereitung zum Live-Konzert: Was muss ich alles überhaupt vorbereiten, dass ich ein so tolles Konzert auch mischen kann? Ähm, weil es ist nicht getan damit, dass man einfach äh, dorthin kommt, das Mischpult aufstellt und losmischt. Ähm, es ist sehr viel mehr Arbeit, die man im, in der Vorbereitung braucht. Ähm, dann tun wir natürlich zusammen mischen, beziehungsweise ich zeige euch meine Tipps und Tricks, die ich so zum Live-Mischen habe von so einer großen Band, ähm, anhand der Mehrspuraufnahmen von dem Song Taking Back My Crown. Uh, und am Ende möchte ich dann uh, noch ein bisschen allgemeine Sachen sagen zu ähm, vielleicht Monitormixing. Ähm, je nachdem, vielleicht gibt es ja auch Fragen, die jemand äh, stellt zu, zu dem ganzen Thema Mixing. Genau, in diesem Sinne lasst uns anfangen. Vorbereitung. Das, das wichtigste Wort, das ihr heute wahrscheinlich hören werdet, ist, dass ich sage, ihr müsst euch gut vorbereiten. Ähm, warum? Ihr, bei so einer großen Band habt ihr so viele äh, Eventualitäten, die schief laufen können, dass, es, dass ihr euch gut daran tut, dass ihr die so, so minimal haltet wie möglich an dem Konzerttag. Daher braucht es eine gute Vorbereitung. Und da möchte ich ganz vorne einsteigen, nämlich wann beginnt die Vorbereitung? Nämlich quasi schon ab dem Tag, wo ihr den Anruf oder die E-Mail oder was auch immer erhaltet, ähm, wo ihr gefragt werdet, ob ihr das, die Zeit habt, das Konzert zu mischen. Also quasi die Anfrage. Und ist die Anfrage, da geht es eigentlich auch schon gleich los mit der Terminplanung. Klar, habe ich an dem Tag Zeit, ja oder nein? Mit ja. Ähm, zweiter Teil ist, eine grobe Zeitplanung schon für den Tag zu erstellen. Damit äh, schon von vornherein klar ist, auf was ihr euch einlasst, müsst ihr erst um 17 Uhr vor Ort sein oder müsst ihr schon um 10 Uhr vor Ort sein, morgens. Da heißt, ihr braucht... Ähm, der grobe Zeitplan gliedert sich bei mir auf jeden Fall in: wann muss ich da sein zum Aufbauen? Wann kommt die Band an? Wann ist wie lang und wann sind die Soundcheck-Zeiten? Bis wann, bis, bis wie knapp, <laughs> bevor das Publikum reingelassen wird, darf man Soundcheck machen? Ähm, wann wird das Publikum reingelassen oder wann gehen die Türen auf fürs Publikum? Wann startet das Konzert? Wie lange geht das Konzert? Ähm, und wie lang dauert der Abbau? Beziehungsweise viel wichtiger: wie lang darf ich abbauen? Manche Hallen haben da so ein. Curview, so ein Ende, wo sie sagen, bis um 12 dürft ihr abbauen, danach müsst ihr raus. Das heißt, man muss auch wissen, muss man heute eher zügiger abbauen oder kann man sich noch mit der Band feiern, dass es ein schönes Konzert war. So beginnt es. Einfach nur, dass alle Beteiligten wissen, wann wer wo vor Ort sein muss, ansonsten läuft es schon ab dem Zeitpunkt aus dem Ruder. Das nächste ist Ihr braucht einen Technical Rider. Das haben wahrscheinlich einige von euch schon gehört. Das ist ein Dokument, wo alle technisch benötigten Mittel stehen, die ihr braucht, um diese Band zu mischen. Oder die die Band benötigt, um gehört zu werden vom Publikum. Und dieses Dokument ist es an eurer Stelle zu verfassen, um dieses an Veranstalter, an Technikveranstalter. Firmen weiterzuleiten, dass jeder genau weiß, was an Technik benötigt wird. Ähm, daher wird dieses Dokument nachher das wichtigste Dokument sein, das ihr an dem Tag äh, braucht, beziehungsweise das ihr vor diesem Tag schon anfertigen müsst. Ähm, zusätzlich ist es wichtig, das vergessen die meisten, dieses Dokument geht die nicht nur, dass alles da ist, dann auch zur Kalkulation, also zur Kostenkalkulation für Veranstalter und Technikfirma, Kosten und Materialkalkulation tatsächlich, weil bei so einer großen Band wiederum reicht es nicht, wenn da fünf Mikrofone an dem Tag da sind, sondern da müssen halt 40, 45, 50 Mikrofone da sein, damit es überhaupt läuft. Daher ähm, und das sind natürlich Kosten, die entstehen und auch Material, das auf jeden Fall an dem Tag äh, vor Ort sein muss und nicht einfach andersweitig verliehen sein darf. Und da möchte ich euch mal ein bisschen zeigen, wie so ein Technical Rider aufgebaut ist beziehungsweise Was auch in meinem Technical Rider drin steht, angepasst auf das Konzept, das wir äh, heute da vorhin schon gesehen haben und das wir heute mischen werden. Ähm, genau. Dafür braucht ihr, müsst ihr als allererstes herausfinden, wie ist die Besetzung der Band, welche Musiker sind da. Ähm, aber es reicht noch nicht, ihr müsst auch wissen, welches Instrument bringen die Musiker mit. Das ist natürlich, sagen wir jetzt, ja klar, das ist ja relativ einfach. Schlagzeuger bringt sein Schlagzeug mit. Aber beim Schlagzeug müsst ihr natürlich auch wissen, wie viel Trommeln hat das Schlagzeug überhaupt? Wie viel Tom-Toms hat das Schlagzeug? Wie kommt eine Sidesnare mit? Kommt, Kommen zwei Bassdrums mit. In dem Fall jetzt tatsächlich eigentlich nicht, aber alles ist wichtig, um die Mikrofonkalkulation ähm, zu machen. Und in unserem Fall jetzt hier mit der Lumberjack Big Band habe ich vorher dann den Bandleiter angerufen und habe gesagt: Wie sieht es aus? Welche Musiker kommen? Und dann hat er mir die Liste gegeben: Drummer, Bassist, Percussionist, Gitarrist, Keyboarder, Pianist, vier Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxophone, zwei Backing Vocals, ein Hauptvocals und ein. Ähm, Anzeigemikrofon brauchen wir. Und dann habe ich alles geplant und dann kam im Nachhinein noch raus, dass auch einer der Saxophonisten auch noch Querflöte spielt und so weiter. Da komme ich nachher noch kurz drauf, dass wir auch immer ein bisschen Puffer einplanen muss. So, die Instrumentierung habe ich rausgefunden und dann ist es an mir, tatsächlich die Musiker abzutelefonieren, vor allem meistens die von der Rhythmusgruppe, um herauszufinden, wie groß ist das Schlagzeug. Ähm, wie viele Gitarren hat der Gitarrist dabei? Und zwar nicht äh, wie viele E-Gitarren, kommt er mit 25 E-Gitarren, sondern wie viele unterschiedliche Arten von Gitarren, in dem Fall E-Gitarre und Akustikgitarre Und an dem Tag hatte er noch eine Ukulele dabei gehabt, dass ich auch einschätzen kann, wie viele Kanäle brauche ich denn wirklich für die Gitarre. Und wenn ich das alles weiß, kann ich äh, mit allen Informationen eine Liste zusammenfassen, die sich dann Kanalbelegungsliste oder Patch... Plan Nennt oder man kann es nennen, wie man möchte, kann meine ähm, Mikrofonauswahl treffen und kann gleichzeitig, muss ich die Musiker noch fragen, was für Monitoring wünsche sie sich haben, wie sie sich auf der Bühne hören möchten, ob mit In-Ear, ähm, also mit Stöpseln im Ohr oder mit äh, Bodenlautsprecher, Bodenmonitor. Und wenn das alles geklärt ist, dann habe ich euch hier mal den Technical Rider mitgebracht, den ich euch zeigen möchte. Von dem Tag. Der ist hier. Und der sieht wie folgt aus, und da möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen, was wir da alles sehen. Da haben wir, ich, ich gehe zuerst mal die, die, die grundsätzliche Struktur ein bisschen durch, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, wie das Ganze strukturiert ist, weil auch da ist Struktur, äh, hilft einem sehr weiterzukommen. Meine Struktur besteht auf der, die die meisten Live- und auch viele studio techniker anwenden: ist die Reihenfolge, dass es Schlagzeug beginnt und zwar mit der Bassdrum. Es könnte natürlich jeder anders machen und jeder darf sich alles auf dem Plan hinlegen, wo er möchte. Es hilft aber extrem, wenn man sich so ein bisschen an diese ungeschriebenen Gesetze hält: dass es Schlagzeug zuerst kommt, mit Percussions eventuell, dann der Bass, dann die Gitarren. In der Reihenfolge, dass einfach, wenn vor Ort andere Tontechniker ähm, sind, die euch helfen mit irgendwas, dass die sich gleich zurechtfinden. Gehen wir los. Wir haben als erstes die Bassdrum und da habe ich ein Beta 91 drin, also ein Grenzflächenmikrofon. Ähm, warum? Ganz einfach, ich habe keine Lust, noch mehr Stative aufbauen zu müssen. Beziehungsweise, ich habe keine Lust, dass der Veranstaltungstechniker, der mir hilft, noch mehr Stative aufbauen muss. Ähm, Daher versuche ich, die Stativarbeit so klein wie möglich zu halten und damit auch den, 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 den Platz auf der Bühne so wenig äh, ausladend auszunutzen. Heißt, ähm, in die Bassraum kommt ein Grenzflächenmikrofon rein. Ähm, mir persönlich gefällt der Klang auch noch äh, meistens besser wie von so äh, Bassham-Mikrofonen, die auf Stativen montiert sind. Aber das darf jeder machen, wie er will. Für mich ist da vor allem der Platz. Das große Thema. Als nächstes äh, haben wir Snare Top und Snare Bottom Mikrofon, also die Snares von oben und von unten abgenommen. Ähm, das ist tatsächlich eine Technik, die man heutzutage immer häufiger findet und mir gefällt es tatsächlich sehr, weil dadurch klingt ein Snare auch deutlich mehr nach Snare Drum und nicht nur nach Tom, da das ähm, Mikrofon von unten diesen Te Snare Teppich, der so raschelt, äh, deutlich besser nochmal abbildet. Dafür habe ich SM57 Mikrofone bestellt, als Klassiker auf kleinen Stativen. Ähm, man musste nicht mit zwei Mikrofonen abnehmen, das Snare, aber es macht natürlich sehr viel. Also mir gefällt es einfach, dass, dass, dass man den Snare-Teppich unten besser hört. Hi-Hat, auch so ein Thema, muss, muss man tatsächlich nicht aufnehmen, meiner Meinung nach. Es kommt oft genug gut über die Overheads drüber. Bei einer Big Band ist es allerdings so, dass ein Hi-Hat-Mikrofon tatsächlich sehr häufig sehr wichtig werden kann. Und viele der Bläser wollen gerne Hi die Hi-Hat auf ihrem Monitor haben. Deswegen habe ich auf jeden Fall bei der Big Band immer ein Hi-Hat-Mikrofon dran. Ähm, auch auf dem kleinen Stativ. Hier an dem Tag waren es jetzt Samsung CO2. Äh, Kleinmembran-Mikrofone. Nicht meine erste Wahl, aber das war halt das, was der Veranstaltungstechniker da vor Ort hatte. Und da kriegen wir dann auch keinen Streit. Es ist immer noch ein Kleinmembranmikrofon. Overheads, genau das gleiche, nur mit großen Mikrofonen, einfach um die Becken alle abzubilden. Und dann kommen die Toms am Schlagzeug, Tom 1 und Tom 2 mit E604-Clip-Mikrofon, auch damit. Auch deswegen, dass ich keine Stative brauche, einfach an die Tom dran klippen. Mir gefallen diese Mikrofone wieder äh, besser als die meisten, die auf dem Markt sind. Deswegen war ich da froh, dass die da waren. An der Side-Snare, da habe ich jetzt zum Beispiel auch nur ein Mikrofon dran. Die wurde genau für einen Song benutzt. Da habe ich gedacht, okay, da ist es mir egal, ob ich ein Snare-Mikrofon unten habe, für einen Song ist es in Ordnung. Ähm, da ist auch ein Clip-Mikrofon dran, einfach um so viel Bühnenplatz zu sparen, wie es geht. Damit ist Schlagzeug fertig und mit neuen Kanälen auch nicht äh, übermikrofoniert. Vor allem, weil auf so einer Bühne mit so einer großen Band, vor allem mit Bläsern und so, gibt es sowieso so viele äh, Instrumente, die von außen mit rein äh, die, übersprechen, dass es kommt genug Signal von der Bühne, dass man auch nicht jedes Instrument äh, mit doppelt abnehmen muss. Als nächstes haben wir die Conga von den Percussions. Die habe ich mit einem eigenen Mikrofon äh, mikrofoniert, das ist Opus 87 von Biodynamic. Es ist ein super Clip-Mikro, weil die meisten anderen Clip-Mikros bekommt man nicht an Congas an, an oder Bongos oder an diese ganzen lateinamerikanischen Percussions. Es ist echt schwierig, die hinzubekommen, weil die einfach anders konstruiert sind. Das Mikro funktioniert da sehr gut und klingt auch gut. Deswegen habe ich das immer in meiner Hosentasche dabei. Äh, dann gibt es zwei Overheads für die Percussions, für... Alles, was so an, ich nenne es immer Klimbim dabei ist. Ich zeige euch mal ein Bild, wie das aussieht. Die Percussion-Mikros, zeige ich euch hier jetzt einfach auf dem Bild, das sind einmal die zwei Overheads, hier auf dem Stativ, hier für die linke Seite von uns aus gesehen, und hier auf dem Stativ, das sieht man nicht, auf der rechten Seite. Dieses Mikrofon auf der rechten Seite nimmt eher dieses ganze Klimbim, wie ich es gerade schon genannt habe, äh, shaker Tambourin, äh, was nicht alles darum liegt, nimmt es auf und dieses Becken. Und das andere übernimmt ein bisschen die Chimes, das Glockenspiel und äh, somit ist es ein bisschen aufgeteilt. Hier vorne sind die Kongas mit diesem Clip-Mikrofon, das man da gut dran machen kann, was ich gerade schon gesagt habe. Und hier ist noch so eine große Stand-Tom äh, auf dem letzten Kanal, die wieder mit zum E604 dann abgenommen ist, die tatsächlich... Äh, in dem Fall so einen, so einen Paukencharakter haben sollte, gehen wir nachher noch beim, beim in die Kanäle reinhören näher drauf ein. Ähm, genau. Also alle Mikrofone, die hier sind, sind nicht die äh, sind auch so ausgewählt, dass sie möglichst gut verfügbar sind, dass jeder Verleiher, die äh, vor Ort hat, weil ihr seht gleich nachher noch, da kommen noch ein paar SM 57. Ähm, wir brauchen viele Mikrofone. Und da kann ich nicht für die, 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 die fancysten oder teuersten Mikrofone mehr auswählen. Da muss ich gucken, dass die in einem bestimmten Rahmen liegen, dass auch jeder Verlehrer die haben kann. Als nächstes kommt der Basskanal. Da ist es so, dass der direkt aus der DI, aus dem Bass-Amp raus. Da habe ich noch nicht mal eine DI gebraucht, die steht zwar drauf, damit eine da ist, falls der Bass-Amp keinen kein DI-Ausgang hat. Aber in dem Fall war es einfach Bass direkt aus dem Verstärker aus dem Mischpult super. Als nächstes haben wir die E-Gitarre, wieder mit dem SM57, ganz klassisch, mit kleinem Stativ, ähm, gibt es nicht viel zu sagen. Akustikgitarre, mit einer DI abgenommen, mit einer DI-Box gibt es auch nicht viel zu sagen. Ähm, Ukulele, da habe ich ein bisschen was zu sagen, das war eine Ukulele, da hat mich der Gitarrist dann nochmal angerufen und hat gesagt, du ich habe eine Ukulele dabei, die hat aber keinen Tonabnehmer drin. Und die brauchen wir nur für einen Song und dann auch nur fürs Anfang und ein Ende. Und haben, können wir dann uns eine Lösung überlegen? Dann habe ich gesagt, ich überlege mal und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich mein leichtestes Kondensatormikrofon, das ich habe, Kleinmembrankondensator nehmen, das ist nämlich das Opus 53, das wiegt ungefähr so viel wie eine Briefmarke. Das habe ich mitgebracht und das haben wir mit so Instrumentenknet an die Ukulele dran geklebt. Das ist so ein spezieller Knet, der den Lack von Instrumenten nicht kaputt macht. Und dann haben wir es äh, rangedrückt und äh, es hat gehalten und er, er konnte die Ukulele für den Song aufheben, spielen, wieder hinlegen und gut war Man musste sie nur muten, dass sie nicht Vibrationen vom Boden aufnimmt dann. Ähm, aber ich wollte keinen Stativ stellen, dass noch mehr Stativ auf der Bühne stehen und ein Stativ die ganze Zeit vor dem Gitarristen irgendwo steht, was er nicht benutzt. Daher die Idee mit dem Instrumentenknet. Dann kommen die Keyboards und Pianos. Die Keyboards, also die E-Pianos, wenn man so will, waren einfach direkt mit die I auf, abgenommen. Keyboard 1 und Keyboard 2. Piano war tatsächlich ein echter Flügel. Der war weiter mit äh, Beta 91 abgenommen, äh, als Grenzfläche, die im Flügel drin lag. Und damit auch wieder kein Stativkram, einfach alles möglichst. Die Bühne ist so leer wie möglich halten. Es kommen noch so viele Musiker, da stören Stative nur. Ähm. Ah, ich sehe gerade aktive oder passive DI, ähm, egal, in dem Fall tatsächlich, also ist es mir egal, es gibt vielleicht ganz große ähm Meinungen zu, dass aktive viel besser klingen oder nicht, ganz ehrlich, ich habe schon ganz schön viele aktive und passive DIs nebeneinander gehabt und ich habe selten einen so wahnsinnig großen Unterschied gehört, dass es auf einer Live PA so, ich gedacht habe, Uiuiui, ui, jetzt, jetzt können alle anderen einpacken. Es gibt einen kleinen Unterschied, ja, den gibt es, aber es ist die IBOX nämlich die, die da ist. Und wenn sie aktiv ist, ist sie aktiv und wenn sie passiv ist, ist sie passiv. Im Studio ist ein bisschen was anderes. Live. Hm. Funktioniert. Ob passiv oder aktiv. Es, sie tut, was es soll. Sie nimmt ein unsymmetrisches Signal und macht es symmetrisch. Kommen wir zu den Bläsern. Da ist es jetzt wieder genau das Thema. Äh, wir haben die ganzen SM57. Ist, ich weiß, ist auch nicht das vielleicht tollste äh, Mikrofon für Bläser. Gebe ich zu, da gibt es deutlich tollere, die kosten aber auch dann einfach zehnfache. Ähm, daher, um Kosten zu sparen, SM57 und um äh, die Verfügbarkeit auch zu haben, weil kein Verleih hat 27 von diesen tollen. Uh, SM57 äh, von diesem tollen äh, anderen Mikrofon, sondern der hat viele SM57. Ich weiß, ich kenne es SM57, ich kann es hinmachen und gut ist. Ähm, deswegen Saxophone, SM57. Das Barich-Saxophon hat tatsächlich ein eigenes Clip-Mikro, bin ich natürlich froh drum, wieder kein Stativ. Die Posaunen haben auch eigene clip -Mikros. bin ich auch froh drum, kein Stativ. Ähm, und die Trompeten haben äh, wieder SM57 aus, auf großem Stativ. Solo-Mikrofon habe ich mal eins angelegt, einfach weil es immer wieder benötigt wird. Wurde an dem Konzert tatsächlich nicht benötigt, aber ich habe es gefordert, einfach dass, falls irgendjemand äh, zur Sprache kommt, dass doch noch irgendwo ein Mikrofon benötigt wird, konnte ich das auf jeden Fall für alles verwenden. Dann, wie vorhin schon besprochen, das Querflötenmikrofon, das als letztes noch dazu kam. Auch SM57 ähm, mit großem Stativ, kein Hexenwerk. Dann kommen als letztes die Gesänge. Zwei Backing-Vocals mit Funkmikrofonen. Ähm, die mache ich sehr, sehr gern auf Tellerstative, ähm, wenn es welche gibt, weil es bei Sängern einfach schicker aussieht, wenn äh, Mikrofone auf dem Stativ stehen, äh, auf dem Tellerstativ anstatt auf so einem Dreibein-Stativ. Das Sprechermikrofon vom Alex das, äh, ist auch. Der Alex ist der Bandleader, der die Ansagen macht zwischen den Songs, ähm, ist auch ein Funkmikrofon. Auch auf dem Tellerstativ. Und dann eines der wichtigsten Mikrofone, denkt man nicht, es ist das bär -Mikrofon. Also ähm, das Mikrofon, das nur dazu da ist, im Notfall einzuspringen, falls eins der Gesangsmikros ausfällt. <laughs> ist mir jetzt schon zweimal tatsächlich passiert und auch an dem Konzert, das ist, äh, von dem wir heute äh, einen Song mischen. Äh, an dem Konzert ist auch das äh, Hauptgesangsmikrofon ausgefallen. Daher wichtig, äh, Immer ein Sperrgesangsmikrofon zu haben. Und wenn es nur ein Kabel gebunden ist, ist es vorne am Bühnenrand liegt. Es muss eins da sein, weil sonst habt ihr eine schwere Zeit, wenn der Hauptgesang ausfällt. Und Hauptgesang, der hat sich tatsächlich den KSM 9 von Schur gewünscht. Ähm, hat er bekommen. Äh, fand ich bei ihm auch deutlich angenehmer wie dieses Sennheiser 935, aber auch Geschmackssache. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit und können uns den Unterschied auch anhören zwischen. Ähm, den zwei Mikros. Als letztes habe ich noch zwei Mikrofone, die ich an der Bühne anbringe. Das sind die atmo mikros für links und rechts. Die nehmen das Publikum auf. Die zeigen einfach vorne rechts und links am Bühnenrand ins Publikum rein, ähm, damit für solche Geschichten wie In-Ear Monitoring, ähm, das dann sehr geschlossen ist, wenn die haben das Stöpsel drin, ihr kennt es von normalen In-Ears, da hört ihr nicht mehr viel von der Umgebung. Und wenn das Publikum dann ganz weg ist, ähm, dann äh, kann es ganz schön nervig werden, wenn man keine Publikumsreaktion hat. Deswegen habe ich immer Adm-Mikros dran, mit denen man äh, das Publikum auf ihn erst schieben kann. Oder wenn nachher aus ähm, den Multitrack-Mitschnitten, die man macht, eine Live-CD gemischt werden soll, ist es auch immer schön, wenn man Publikum hören kann und nicht einfach nur die Big Band. Und das allerletzte Mikrofon, das habe ich hier versteckt. Jetzt komme ich nicht hin. Das ist eins der wichtigsten Mikrofone auch am Abend ist mein Talkback-Mikrofon. Ähm, damit habe ich die Möglichkeit, mit den Musikern auf der Bühne zu kommunizieren, ohne durch den ganzen Raum schreien zu müssen. Ähm, genau, hat einen kleinen Schalter dran, dass ich nicht, äh, dass es nicht die ganze Zeit offen ist und die die ganze Zeit die PA hören, kann ich das an und ausschalten hier. Also. Diese Liste ist relativ wichtig. Da stehen die Mikrofontypen drauf, die ich will. Da stehen drauf, ob ich große oder kleine Stative brauche. Da stehen sonstige Sachen drauf, wie dass es ein eigenes Mikrofon ist, das ich mitbringen oder Sachen, die man vielleicht beachten muss. Und diese Liste ist tatsächlich wichtig, um nachher euch auch euer Pult gut vorbereiten zu können. Wenn ihr diese Liste habt, ist es wichtig, dass ihr eine letzte Liste macht, in der ihr euer Output-Routing. Oder eure Outputs, die ihr braucht, äh, festlegt, damit ihr euch einfach nachher das ab, äh, ähm, am Pult gut abarbeiten könnt und dass der Veranstaltungstechniker weiß, wie viele Monitorboxen und so ihr auf der Bühne braucht. Und diese Output-Patchliste, die sieht dann so aus. Ähm ich habe meine Musiker gefragt, wie sie sich gern hören möchten und habe die Antworten bekommen vom Schlagzeuger, dass er gern in ihr hat. Also bekommt er. Äh, Schlagzeuger aus dem Ausgang 1-2 ein Stereo in ihr. Der Bassist hat auch gern ein in ihr, der bekommt auf 3-4 ein Stereo in ihr. Perkussionist, Gitarrist und Pianist wollten Bodenlautsprecher, äh, Monitorboxen, die bekommen einen Monoausgang. Der Keyboarder wollte wieder ein Stereo in ihr. Die Saxophone und die Posaunen und Trompeten erhalten jeweils einen Sidefill, das ist ein Lautsprecher, der auf auf ein Stativ gestellt wird. Da die Bläser stehen, muss der Monitorbox auch ein bisschen höher und die kommt von der Seite, deswegen heißt es Sidefill. Die Backing Vocals haben jeweils einen Funk in ihr bekommen, Mono jeweils. Alex, der Bandleader, hat einen eigenen Monitor bekommen nochmal auf dem Boden und Tom, der Hauptsänger, hat zwei Monitore bekommen. Die ein bisschen auseinander waren, vorne auf, an der Bühnenkante vorne, dass er sich ein bisschen bewegen kann, weil er kein In-Ear hat. Und damit er trotzdem seinen Gesang nicht die ganze Zeit verliert, bekommt er zwei Monitore. Manchmal je nach Location dann vielleicht sogar drei, wenn es super breit wird, dass er sich einfach gut hören kann. Das sind die Monitorwege, dass die Künstler versorgt sind. Das sind sehr, sehr viele. Die alle zu verwalten, das wird nachher noch ein Spaß. Das sehen wir dann nachher noch. Aber das sind insgesamt, glaube ich, zwölf Wege. Also es sind noch mal zwölf mischungen, die vom FOH ausgemacht werden müssen. Und dann gibt es noch, äh, dann sind wir noch nicht auf der PA. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Ausgänge für, für, die, für die Lautsprecher, die den Saal beschallen. Und da ist es äh, so, dass ich immer auf den letzten zwei Kanälen an Ausgängen äh, meine Hauptsumme lege. Ähm, einfach deswegen, dass ich wenn ich hinlauf sofort weiß, die letzten zwei, das ist mein, mein, meine Hauptlautsprecher. Das, das ist immer klar. Ähm, einfach auch gut, dass man es findet. Und auch hier, ihr seht auch in der Output-Liste, ist wieder diese Hierarchie von Drum, Bass. Gut, da sind Bass und Percussion getrennt, weil es Stereo in ihr war, aber die Hierarchie ist im Endeffekt dieselbe, wie sie ja auch auf, dem, äh, auf der Input-Liste ist. Es fängt immer mit Drum an, geht durch die Rhythmusgruppe durch, dann kommen die Bläser, dann kommt der Gesang und der, 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 der hauptakteur kommt immer als allerletztes. Ähm, zu den Near-Fills möchte ich euch noch ein bisschen was sagen. was sind das ist das ist tatsächlich ein begriff, der auch viel, einfach nur viel in der live-tontechnik verwendet wird. das sind lautsprecher. da zeige ich euch auch ein bild. so. das war der konzertsaal. jetzt von innen. ich habe leider keinen. Kein besseres Bild gefunden. Über diesen zwei roten äh, Bannern hier hingen die Hauptlautsprecher, die, die, die den Saalbeschall haben. Unter der Bühne waren die Subwoofer, die auch auf dem gleichen Weg waren. So, jetzt ist es so, dass die Personen, die hier vorne im Halbkreis so rund um die Bühne sitzen, so die ersten zwei, drei Reihen, vor allem in der Mitte vorne, die bekommen leider nicht so viel mit von diesen Boxen. Die sind einfach so gebaut, dass sie nach vorne weg beschallen. Damit die aber auch ein schönes Klangerlebnis haben, gibt es sowas, das nennt sich Nierfill, um den Nahbereich vor der Bühne eben nochmal gesondert zu beschallen. Und da liegen dann vier kleine ähm, äh, Boxler hier vorne, die diesen Bereich nochmal ein bisschen auffrischen, damit da auch guter Gesang verstanden wird und so weiter. Dann gab es in dieser Halle noch, einfach weil sie relativ flach war und nach hinten auch sich noch ein bisschen verjüngt hat, ähm, gab es noch eine Delay Line. Das ist quasi ein, ein Lautsprecherpaar, das hier jetzt an der Decke hing, die sieht man hier, die das Signal von vorne noch mal ein bisschen auffrischen, weil hier hinten der Anteil der Halle im, im Sound immer größere Rolle gespielt hat, weil einfach der Hallanteil höher wird hier hinten. Deswegen gibt es hier diese Delay-Lautsprecher, die nochmal das Hauptsignal ein bisschen auffrischen. Die müssen natürlich dann auch, heißt ja auch schon Delay-Lautsprecher, so delayed werden, dass sie in der Laufzeit der Musik äh, hier passen. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein, wie man das genau macht. Und diese Ausgänge habe ich dort gebraucht. Ähm, und die habe ich mir dann auf die letzten vier Ausgangskanäle gelegt, dass ich einfach weiß, ähm, wo meine Kanäle sind. Wenn ich diese Listen habe, dann habe ich schon mehr als die Hälfte der Miete, äh, was den Technical Rider angeht, weil wir brauchen noch einen Stageplan. Da möchte ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen. Aber dieser zeigt im Endeffekt alles, was wir jetzt gerade aufgeschrieben haben, ein bisschen optisch, ähm, dass sich einfach jeder gut vorstellen kann, ähm, wer wo steht und wie viel Platz er braucht, welcher Monitor wo steht. Wo Strom gebraucht wird, das sind diese lilanen äh, Dinge hier, das sind Dreifachsteckdosen. Ähm, und dann sieht man hier hinten ein Drumset in der Mitte mit einem XLR-Anschluss fürs In-Ear. Daneben steht der Bass mit auch einem XLR-Anschluss fürs In-Ear. Daneben stehen die Percussions mit Monitorweg 3. Ähm, da ist die Bühnengröße eingezeichnet. Das ist ein Dokument, wo auf quasi visueller Ebene schon alles drinsteht, was ich vorher in der Liste zusammengefasst habe. Das hier aber zu malen, ohne Liste, da wird er da verrückt. <laughs> dann steht noch drin, wo meine Stageboxen stehen, wo meine Inputkanäle vom Pult ankommen. Äh, damit das auch, das äh, wird auch an die Bühne gehängt, dass auch die Musiker wissen, wo sie hin müssen und nicht nachher hier drüben zwei Saxophone stehen und hier drei und dann alle sagen, nein, aber das ist doch so. Daher dieser Plan, dass jeder weiß, wo er hingehört. Weil sonst machen einfach diese... 20 bis, 30er Mus 30 bis 30 Musiker, das, was sie wollen. <laughs> Jetzt bin ich böse. Aber ähm, daher einfach diese optische Darstellung nochmal, dass jeder genau weiß, wo er hin muss, dass die Veranstaltungstechniker vor Ort wissen, wo Strom liegt, wo Monitorboxen hinkommen und so weiter. Und dann gibt es noch ein drittes Dokument. Ähm, das ist im Endeffekt äh, noch ein, ein kurzes Schriftstück, wo das Ganze nochmal ein bisschen niedergeschrieben ist und wo noch ein paar. Besonderheiten drinstehen, nämlich ähm, was für Anforderungen zusätzlich noch da sein müssen, zum Beispiel an die PA, an, an die Lautsprecher, wie groß die sein müssen, wie viel Bässe wir brauchen und äh, wie viel äh, Ops, Delay Lines, und so weiter braucht. Und das ist auch in Absprache immer mit der Halle, deswegen steht da nicht genau drin, wir brauchen sieben Lautsprecher, sondern steht drin, die PA muss dem Raum ähm, angemessen abgestimmt sein und äh, ein, ein, gewissen, äh, ein Schalldruckpegel von 106 dB, mindestens 106 dB verzerrungsfrei am FOH, also am Front of House, wo es Mischpult steht, übertragen können. Einfach damit gewährleistet ist, dass äh, die PA für den Raum groß genug dimensioniert ist und dass genug Bässe vorhanden sind und nicht irgendwie nachher zwei rechts und links zwei Popelböckschen stehen. Dann steht da noch drin, wie groß die Bühne unbedingt sein muss. Ähm, welches Personal benötigt wird, tatsächlich benötigen wir von der Lamont Band dann immer noch ähm, einen Lichttechniker, der das Licht dann vor Ort macht. Den haben wir nicht dabei. Wir benötigen zum Beispiel die Veranstaltungstechnikfirma, wo ein zwei Leute äh, die PA mit betreuen, weil äh, ich kann nicht alles machen. Solche Sachen stehen drin. Dann steht ganz wichtig drin der Ort ähm, des Front of House, also da, wo mit Beispiel steht. Es ist Super wichtig, dass der nicht unter einem Balkon ist, in einer Ecke, in einer Regie, wo eine Glasscheibe davor ist, in äh, an irgendeiner Ecke, wo, 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 wo eine Säule davor steht. Einfach, ich muss beurteilen können, was ich höre. Und in, in, in all diesen Situationen, die ich gerade beschrieben habe. Habe ich keine Chance zu beurteilen, ob das, was ich höre, wirklich dem entspricht, was alle anderen Leute hören oder ob das dem geschuldet ist, dass ich gerade hinter einer Glasscheibe in einem Regieraum stehe. Da steht da drin, ich möchte gern mittig vom Raum oder mittig von der Bühne in halber Länge vom Raum äh, nicht unter Balkonen, nicht in Ecken stehen. Ich brauche einen Tisch, der 2x1 Meter groß ist, dass ich meinen Laptop, mein Mischpult und alles, was ich so benötige, unterbringen kann. Und ich brauche Strom. Man sollte es nicht vergessen, äh, wie oft es schon passiert ist, dass du dann da hinkommst und du denkst so, habt ihr jetzt echt da keinen Strom? <laughs> Im besten Fall ist der Strom dann sogar, äh, liegt der quasi schon von der Bühne tatsächlich und ist auf der gleichen Phase wie der Bühnenstrom, dass es einfach nicht zu Brummproblemen führt, was in der Digitaltechnik deutlich weniger ist, aber ähm, ja. Im besten Fall ist es auch der gleiche Stromkreis. Und wenn man dieses Dokument hat, das ist das Allerwichtigste. Das schickt man dann Veranstaltern zur Kalkulation, der Technikfirma, dass die wissen, welche Technik wir benötigen, dass sie sich vorbereiten können. Und das Allerwichtigste daran ist, nicht nur den schicken, sondern nach einer Woche nachhaken, ob es ankam, ob sie es gelesen haben. Weil, wenn eine Band kommt mit, mit zwei Leuten, die alles dabei hat, dann ist es halb so, halb so schlimm. Aber wenn eine Band kommt, die einfach 40 Mikrofone braucht, dass sie da sind, dass die, die zwölf, im, im besten Fall zwölf Monitorboxen braucht, die auf der Bühne liegen, dann gehe ich lieber dreimal sicher, dass das auch wirklich alles funktioniert. Und im gleichen Gespräch ähm, finde ich dann auch noch immer raus, äh, noch andere Besonderheiten muss ich Kompromisse eingehen, zum Beispiel wie jetzt bei den Overhead-Mikrofonen, wo wir vorhin hatten, dass die Samsung CO2 nicht meine, <laughs> meine Lieblingsmikrofone sind. Ähm, auch da ist es so, dass ich dann äh, Kompromisse eingehen kann, aber es gibt auch Kompromisse, die ich nicht eingehen kann. Also wenn dann jemand sagt: so, Ja, wir haben eine tolle PA, aber wir haben keine Subwoofer, dann muss ich sagen, oh, nee, Sub, wir brauchen schon Subwoofer. Also da muss die Linie muss. Ähm, für Kompromisse muss schon, muss schon nachvollziehbar sein. Genau. Und wenn das alles geklärt ist, ab dem Moment, das ist der erste Zeitpunkt, wo ich an die, an die Wing hinsitze oder an ein Mischpult, jetzt in dem Fall an mein Mischpult, das ich heute auch mitgebracht habe, äh, um, um, äh, um das Mischpult vorzubereiten, bevor ich überhaupt äh, live losziehe. Äh, ich habe vorhin noch gelesen, da hat jemand gefragt, äh, ob die Nearfields das gleiche Signal bekommen wie die PA? Ja, die bekommen das gleiche Signal. Allerdings äh, ist die Lautstärke da nochmal regelbar. Also ich möchte nicht, dass die Umstände den gleichen Pegel bekommen vom, vom gleichen Signal, aber sie bekommen das gleiche Signal. Ich, also ich habe sie äh, regelbar auf dem Mischput liegen, dass falls der Sänger sich entscheidet, von der Bühne runterzuspringen und vor der, direkt vorne an der Bühnenkante entlang zu laufen, dass ich auch sagen kann, jetzt muss ich kurz die, die, Monitor, äh, die Nearfields ausmachen, weil sonst pfeift es mit seinem Mikrofon. Ähm, deswegen sind die immer äh, extra regelbar und auch teilweise ein bisschen leiser, weil die brauchen nicht die brachiale Lautstärke haben, die die Haupt-PA hat, die den ganzen Raum macht. Die machen nur die ersten drei, vier Sits rein. Um das Pult vorzubereiten, ist es im Endeffekt so, ich habe es schon gesagt, ich habe mein eigenes Pult dabei, das ist das Mischpult äh, Wing von der Firma Beringer mit Miter Stage Stageboxen. Ähm, das ist im Endeffekt relativ simpel verkabelt. Da habe ich euch auch ein Bild dabei. Nur, dass ihr das mal seht. Da werdet ihr jetzt wahrscheinlich gleich lachen, weil es so simpel ist. Im Endeffekt ist es ein Cut-5-Kabel, das vom Mischpult in die Stageboxen geht. Und ich habe zwei Stageboxen dabei: einmal mit 16 Eingängen und einmal mit 32 Eingängen. Und jeweils mit 8 Ausgängen oder 16 Ausgängen. Und das ist, so einfach ist es. CAT5E Kabel ähm, von der einen Stagebox in die andere von der anderen Stagebox ins Pult und das war's. Darüber können 48 Kanäle, über das Kabel können 48 Kanäle in beide Richtungen, also insgesamt theoretisch 96. Ähm, aber sie sind festgelegt, also es ist 48 hin, 48 zurück. Ich kann 48 Kanäle äh, über ein CAT5-Kabel verschicken. Und so ist es aufgebaut. Ähm, nur dass ihr kurzes äh, Überblick über das Pult habt. Was auch noch an dem Pult ähm, dranhängt, das ist das zweite Kabel, das an dem Pult dransteckt. Das ist ein USB-Kabel, das an meinen Rechner geht, äh, wo ihr auch schon die ganze Zeit immer, äh, wo ich euch die Bildchen davon zeige. Ähm, und das ist ein, das Pult ist noch ein USB-Interface eingebaut, mit dem man 48 Kanäle auf und aufnehmen und abspielen kann. Darüber habe ich meine Multitrack-Mitschnitte gemacht. Und darüber hören wir heute auch meine Multitrack-Mitschnitte an und ich kann die direkt an die Kanäle wieder zurücksenden. Das sehen wir hier. Hier habe ich meine Multitrack-Mitschnitte, die ich an dem Konzert gemacht habe, aus meiner DAW, in die ich es aufgenommen habe. Und das sind alle Kanäle, die wir heute anhören können. Die Multitrack-Mitschnitte, das wollte ich noch sagen, die werden direkt hinter den Gains aufgenommen. Das heißt. Ich kann somit simulieren, dass quasi das rohe Mikrofonsignal kommt bei mir am Mischpult an und ich kann wirklich mischen, wie als wäre ich live, nur eben, dass es vom Computer kommt. In diesem Sinne. Jetzt ist noch wichtig: Wir müssen das Pult als Setup vorbereiten und im Endeffekt gehe ich auch da wieder so vor wie bei dem, wie dem bei dem Technical Rider. Ich beschrifte alle meine Inputkanäle ähm, so wie ich sie auf dem Technical Rider stehen habe. Und ich schaue, dass auch das Routing stimmt, also dass der Kanal 1 von der Stagebox auch wirklich am Kanal 1 hier am Pult ankommt. Das mache ich einfach dadurch, ich stecke vor dem Konzert, also schon beim Vorbereiten ähm, stecke ich äh, das Konzert, äh, nein, schon beim Vorbereiten stecke ich äh, die... Mikrofone in die Stageboxen ein und checkt, dass auf Kanal 1 auch wirklich äh, Bass am Kanal 1 reinkommt. Ähm, wir müssen leider kurz eine Pause machen, das lese ich hier gerade von der Regie, weil die äh, Kameras nicht funktionieren, die das Pult aufnehmen. Ähm, daher kurze Pause, holt euch einen Kaffee, wir sind in fünf Minuten wieder da. So, jetzt wisst ihr auch, dass es live war. Ähm, wir haben hier tatsächlich äh, kurz Probleme gehabt und jetzt spielt wieder alles. Ähm, ich freue mich, dass wir zurück sind und äh, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich setze meine Kopfhörer auf und ich erzähle euch, dass ich meine Kanäle beschrifte, so wie ich sie auf der Inputliste beschriftet habe und dass ich sie wirklich auch gegenchecke, also dass ich das Mikrofon wirklich einstecke. Ein Mikrofon reicht da, ich gehe alle Kanäle nacheinander durch und gucke, ob auch wirklich alle Signale ankommen. So gehe ich jeden, jeden meiner Kanäle durch. Das ist einfach, dass ich vor Ort nichts mehr beschriften muss. Das gleiche mache ich auch mit den Output-Kanälen. Da habe ich dann meine, meine Busse, meinen Drumbus, meinen Bassbus, meinen Percussion-Bus. Das sind die Monitorwege, die ich weiß, die ich benutzen werde vor Ort. Und der Drumbus, das ist das Schöne an der Wing hier. Der ist Mono, also jeder Bus ist Mono oder Stereo und ich kann einfach sagen, okay, ich habe hier ein Stereo in ihr, dann mache ich den Bus Stereo. Das kann ich hier kann ich auf Mono drücken oder auf Stereo und dann mit einem Klick bin ich bin ich äh, Mono oder Stereo bereit. Dann muss ich mir noch überlegen, das überlege ich mir auch, bevor noch ein Ton durchs Mischpult geht, ähm, wie soll mein internes Routing aussehen? Welche Gruppen? Möchte ich haben, welche Effekte möchte ich, also Hall etc. Effekte möchte ich haben, was für DCA-Gruppen brauche ich? Ähm, und da ist es so, dass ich die Big Band mit vier Hauptgruppen mische, mit vier Subgruppen, wenn man so will: einmal die Drums, einmal die Band im weitesten Sinne, die, die Rhythmusgruppe, einmal die Bläser, bei mir Brass und einmal eine Vocalgruppe. Und damit habe ich Ganz grobe Kontrolle, um schnell eingreifen zu können. Wenn ich merke, das ganze Schlagzeug ist zu laut, kann ich das ein bisschen leiser machen. Und ich kann auch nochmal tontechnisch eingreifen, indem ich sage, ich möchte das ganze Schlagzeug nochmal komprimieren, aber da kommen wir nachher dazu. Des Weiteren habe ich mich gerne mit mindestens vier Effekten, also mit einem Gesangshall, einem Drumroom, einem Gesangsdelay und einem Delay, das ich. Vor allem für den Gesang benutze, aber manchmal vielleicht auch für was anderes. Zum Beispiel für, für bei Reggae Songs auf Delay auf die Lay of the Snare und so Geschichten. Und äh, ein Hall äh, für die Bläser. Da kommen wir nachher auch noch mal dazu. Das sind meine vier Hall engines die ich benutze, die beschrifte ich auch. Ähm, und dann habe ich noch meine DCA-Gruppen. Meine, äh, das sind quasi, für alle, die es nicht wissen, das sind Gruppen, die nur Lautstärke kontrollieren und nichts anderes. Da geht kein Ton durch. Ich kann hier nicht noch ein EQ oder so auf den Drumbus machen. Das ist einfach nur ein Fader, der macht meine Drumlautstärke. Von allen Federn, also meine acht Drumfader hier, sind, liegen auf diesem Fader und es ist quasi wie, wenn ich diesen Fader bewege, ist es wie wenn ich diese Fader alles so bewegen würde. Da habe ich tatsächlich die Percussions nochmal extra aufliegen, die Gitarre. Eine zweite Gitarre, die ich vorbereitet habe, falls ich sie mal brauche. Jeweils die Saxophone, Posaunen, Trompeten, die komplette Band, also alles außer Gesang. Nochmal eine separate äh, Gruppe für die Bläser, eine, die für Eventualitäten übrig ist, eine für die Vocals und eine für die Effekte. Das ist so ein bisschen meine Aufteilung. Da kommt es ein bisschen drauf an, aufs Konzert. Ob ich alle nutze oder nur ein paar, das, da kommen wir nachher auch dazu, wenn ich mein, mein, mein User-Layout mache, wenn wir da heute überhaupt dazu kommen, wenn die Zeit noch reicht. Ähm, ich benutze dann die DCA-Gruppen hauptsächlich für mein User-Layout. Äh, genau, und wenn ich das alles gemacht habe, beschriftet habe, ich gecheckt habe, dass alle Signale am richtigen Ort sind und richtig reinkommen, dann endlich... Quasi kommt es dazu, dass ich äh, Sound durchlassen kann. Aber fassen wir nochmal zu, zusammen. Warum ist es so wichtig, vorbereitet, so, so akribisch vorzubereiten? Ihr habt es schon gemerkt, ich habe mit einer kleinen Pause, gerade circa 40, 45 Minuten, nur darüber geredet, was man alles machen muss, um es vorzubereiten. Und da war schon alles vorbereitet. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange er braucht, um das wirklich in echt vorzubereiten. Und die Zeit habt ihr in tausend Leben nicht. Äh, Live an dem Tag, wo er äh, irgendwo mit eurem Mischpult auftaucht. Daher, Vorbereitung ist alles, dass ihr vor Ort einen guten Tag haben könnt, weil sonst werdet ihr untergehen. Sonst seid ihr an dem Tag nur am Vorbereiten und kommt nicht zu dem, für das ihr eigentlich bezahlt werdet, nämlich Mischen. Und es macht extrem, es gibt euch eine extreme Sicherheit, dass ihr vor Ort seid und ihr wisst, mein Mischpult funktioniert, es kommen alle Kanäle genau da an, wo sie ankommen sollen. Ich brauche mir keine Gedanken machen, dass irgendwas doppelt geroutet ist oder gar nicht geroutet ist oder ich äh, kein Problem habe, dass irgendwo was rauskommt, was ich noch gar nicht gehört habe heute. Das ist der Nachteil, ist das falsche Wort, das ist die Krux. Mit Digitalpulten. Weil ich gerade gelesen habe, hier hat jemand gesagt, äh, ich liebe Analogpulte. Ja, Analogpulte sind toll, man kann hinlaufen, man nimmt seinen Gaffer, macht einmal rutsch, beschriftet die Kanäle und kann loslegen. Aber die Flexibilität und die, ähm, die Möglichkeit, so viele unterschiedliche EQs mit so vielen unterschiedlichen Farben zu benutzen können, Kompressor pro Kanal, Gate pro Kanal, alles das, da brauchst du am ähm, analog am ähm, Analogpult 27 Schränke hinter dir und die zahlt dir heutzutage keiner mehr, die kannst du dir auch nicht mehr leisten und auch das Ganze zu transportieren mit 40 Kanälen, da brauchst du einen 3 Meter Bus ähm, ich kriege meins in meinen PKW, deswegen ich bin voll auf Digitaltechnik, einfach weil es zeitgemäß günstig und äh, einfach zu betreiben ist, aber und da kommen die Nachteile, hat nicht nur Vorteile und klanglich Gibt es auch nochmal Unterschiede, aber es ist ähm, einfach auf einem kleinen Platz super zu bedienen. Man kann große Bands mischen und ähm, man kann es sich leisten. Aber fangen wir doch mal an mit dem, was, was euch bestimmt auch alle interessiert, ist nämlich der Mitschnitt, den ich da mitgebracht habe. Wie vorhin schon gesagt, es ist ein Song von Tom Gable, der heißt Taking Back My Crown. Und ich bin total dankbar dafür für, von Tom Gable, die, die Erlaubnis bekommen zu haben und von der lumberjack Jack Big Band die Erlaubnis bekommen zu haben, diesen Song hier nutzen zu dürfen. Deswegen, falls es euch gefällt, falls euch auch der Teaser gefallen hat am Anfang, schaut doch mal auf YouTube vorbei. Da gibt es noch ein, zwei Videos von der lumberjack Jack Big Band mit Tom Gable. Oder schaut bei Tom Gable auf YouTube vorbei und lasst ihm einfach ein Like da. Das wäre super schön. Fangen wir an mit. Gehen wir wieder in der gleichen Reihenfolge vor wie vorhin und fangen wir an mit dem Schlagzeug. Ich habe gesagt, äh, wir schauen uns einfach mal jetzt an, was ich gemacht habe. Ich habe schon quasi mein Konzert, das ich gemischt habe, mitgebracht und dann möchte ich einfach zeigen, was ich gemacht habe. Ähm, genau, Bassdrum. Grenzfläche haben wir vorhin gesagt, klickt in der Bassdrum drin. Hören wir uns mal an, wie die klingt. Ich würde sagen klingt wie eine Bassdrum. Was habe ich am, am, am Processing gemacht bei der Bassdrum? Äh, nicht viel, tatsächlich ähm, habe ich ein EQ drauf und ein Lowcut. Der EQ ist tatsächlich, der hat tatsächlich viele Höhen. Ähm, würde ich eventuell, wenn ich es jetzt so solo anhöre, nicht so machen, ähm, aber im Gesamtmix äh, braucht es die Höhen, dass die Bassdrum durchkommt. Dass, dass man sie auch hört und dass sie nicht untergeht und einfach äh, verschwindet, sondern ich möchte die bass vom Schlagzeug möchte ich auch hören. Relativ simpel, der Low-Cut, der ist bei, Moment, ah nein, 28 Hertz, einfach nur, dass ganz unten dieses Subwoofer nicht äh, unnötig mit Frequenzen gefüttert werden, die sie sowieso nicht übertragen können und damit Leistung verloren geht. Ähm, das kann sein, dass der manchmal ein bisschen höher ist, es kann sein, dass der manchmal ganz aus ist, aber. Nur zum Aufräumen auf Subwoofern ist es manchmal ganz gut... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich ans Mikrofon geleitet. Äh, es ist äh, gut, dass die Subwoofer äh, nicht mit unnötiger Energie gefüttert werden, die sie sowieso nicht übertragen können. Kommen wir zu Snare. Gehen wir weiter. Snare Top. Mit Hall schon drauf. Ohne Hall. So, Snare EQ, der ist tatsächlich ein bisschen äh, fancier. Da habe ich deutlich obere Mitten bis Höhen reingedreht und ein bisschen unten im Druckbereich. Ähm, und ein paar, ich nenne es mal honkige Frequenzen rausgezogen. Auch wieder ein Low Cut, der deutlich höher, weil das Snare geht nicht so weit runter und ich will meine Subwoofer clean halten. Hören wir uns mal ohne EQ an die Snare. Langweilig und muffig. Zu punchig. Wer auch noch ordentlich Punch macht, ist der Kompressor, den ich da drin habe. Ähm, der bewegt sich fast nicht, ähm, aber macht einfach irgendwie noch so ein bisschen Poppigott. Der gefällt mir einfach mega aufs Snare und hat nicht viele Einstellmöglichkeiten. Ne? Ein Ratio von 4 zu 1 und ein Threshold, das war's. Und dann gucken, dass er nicht so allkomprimiert und dann macht er einen richtig coolen Job, meiner Meinung nach. Machen wir aus. Ich finde einfach, da gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Kraft. Jetzt nehmen wir mal das näher unten Mikrofon dazu ähm, und hören uns an, wie das zusammen mit dem näher oben klingt. Und da hört ihr jetzt auch, was ich vorhin dazu gemeint habe, mit diesem Gerattel von der Snare. Wir können das auch mal Solo anhören. Da hört sich dieser, dieser Snare-Teppich relativ... Ja, den, da hat man die Möglichkeit, den einfach ein bisschen mehr oder weniger dazu zu nehmen, je nach Song vielleicht auch. Und damit kriegt die Snare eigentlich erst ihren richtigen Charakter. Auch der hat den Kompressor drauf. Der EQ ist deutlich entspannter. Und jetzt kommt ein Trick, das habe ich vorhin schon gelesen. Die Phase beim Snare und Mikrofon muss man auf jeden Fall drauf aufpassen. Ich sage nicht, dass man sie immer drehen muss oder immer gerade, also normal lassen muss. Ähm, es ist auch Geschmackssache. Ähm, ich habe sie in dem Fall jetzt hier gedreht, das sehen wir hier. Ähm, einfach nur, damit die, dann klingt die Snare ein bisschen voller. In dem Fall jetzt. Ähm, es kann aber genau das Gegenteil sein. Das müsst ihr ausprobieren. Ich zeige es euch mal, wie es klingt, wenn sie an, also wenn sie gedreht ist und wenn sie nicht gedreht ist. Wenn sie gedreht ist, klingt die Snare äh, deutlich voller. Ähm, und das ist jetzt Geschmackssache. Mag man die Snare, die ein bisschen dünner und dafür ein bisschen bissiger ist, oder mag man die Snare, die ein bisschen voller klingt? In meinem Fall fand ich es jetzt tatsächlich cool, wenn die Snare ein bisschen voller klingt. Von ähm, der Big Man, dass einfach Wucht dahinter ist. Ähm, wie gesagt, da dürfen sich die äh, Geister gerne scheiden. Hi-Hat-Mikrofon, ganz klassisch, Low-Cut, das war's. Und einmal durch, hören wir uns an. Die habe ich später mal aufgenommen. Was soll ich dazu sagen? Hi-Hat, ein Hi-Hat-Mikrofon. Um, Overheads ähnlich wie die Hi-Hat. Ah, nein, bei der Hi-Hat habe ich tatsächlich noch was dazu sagen. Sie ist ein bisschen nach rechts gepennt. Das heißt, man sieht die Hi-Hat, der, Hi der Schlagzeuger ist Rechtshänder, also spielt er die Hi-Hat auf seiner linken Seite. Und sie ist aber so gepennt, dass man sie als Zuschauer auf der Seite sieht. Wo, wo sie herkommt. Also, der, der Schlagzeuger spielt sie auf seiner linken Seite. Das heißt, wir als Zuschauer sehen sie auf seiner rechten Seite. Und daher ist sie ein bisschen nach rechts gepennt, auch um das Schlagzeug ein bisschen aufzumachen. Genauso die Overhead-Mikros, die sind so aufgestellt, dass das rechte Overhead-Mikro ähm, die rechte Seite von Zuschauerseite aus abbildet. Ähm, vom EQ her nichts Großes, ganz leicht ein bisschen die Höhen angehoben. Hier die Mitten. Habe ich tatsächlich ein bisschen entschärfen müssen. Das liegt aber eher an den Mikros, an, als, als dass es an den Overheads selber liegt. Ähm, würde ich jetzt sagen, heißt das ist, den braucht ihr euch nicht abschreiben, die Frequenz, die ist einfach nur tatsächlich der, dieser Quelle gewidmet gewesen oder diesen Mikros. Hören wir mal kurz in die Overheads rein. Hört mal Becken und alles andere drumherum. Wie es overheads mikro so aufnehmen, auch die Bläser ein bisschen und den Gesang, einfach weil es eine Livebühne ist. Aber die Overheads, das ist ein Stereokanal, erstens. Und zweitens, den Stereokanal habe ich ganz leicht nach rechts gepennt, weil, wir vorhin schon gewusst äh, mitbekommen habt, die Percussions haben auch ein Overhead. Zwei Overhead Mikros, die sind ganz leicht nach links gepannt, sodass die, ähm, sich die Becken, weil das Percussion, die Percussions ja auch ein Becken haben, sich nicht mit den Becken vom Schlagzeug so überlagern und es so ein bisschen ortbarer bleibt. Genau. Und jetzt kommen die zwei letzten Kanäle vom Schlagzeug, nämlich die Toms. Gehen wir dann da mal hin, wo es ein paar Tom gibt's. Toms gibt, hier hinten. Ähm, da schauen wir auch kurz vorher rein. Die sind auch quasi nach Sicht gepannt. Die haben ein Gate drauf, kein starkes, also keins, das äh, extrem viel wegnimmt, aber so viel wegnimmt, dass sie nicht die ganze Zeit, weil äh, die Becken rumnerven. Kann ich euch kurz zeigen bei den Toms, wenn, wenn wir an eine Stelle gehen, wo viel Becken gespielt wird? Hier, da äh, wird vieles Right-Becken gespielt und wenn ich da die, die, ähm, die, die Gates wegmache, dann ist es deutlich lauter. Einfach ein bisschen, um ein bisschen aufzuräumen, aber nicht die Toms komplett wegzunehmen, äh, weil dann wird es auch wieder unnatürlich, wenn alles immer nur noch macht, sondern es ist einfach so, dass es einfach ein bisschen aufgeräumter wird. Die EQs sind tatsächlich bei den Toms äh, deutlich äh, aggressiver, wenn ich so sagen soll. Äh, viele obere Mitten, viele Bässe. Über die Bässe lässt sich jetzt streiten. Es kann sein, dass das jetzt auch ein bisschen zu heftig ist. Die Subwoofer, die da vor Ort waren, waren nicht in allzu rauen Mengen vorhanden. Und ich musste einfach unten ein bisschen reindrehen. Mir hat es aber jetzt hier gefallen, als ich es mir angehört habe das letzte Mal. Deswegen ähm, habe ich die Bässe so drin gelassen. Ähm, hören wir uns mal kurz die Toms an. An der Stelle, wo auch viele Toms kommen. So, und da hört er auch, wenn ab und zu das Gate aufgeht, äh, wenn die Snare geschlagen wird oder so. Ähm, das ist aber nicht so schlimm, da das Gate nicht so, so hart greift, ist es nicht so schlimm, wenn es ab und zu aufgeht. Ähm, Im Gesamtmix hört sich das dann so an fürs Schlagzeug. Und dann auch eines der wichtigsten Kanäle beim Schlagzeug. Meiner Ansicht nach ist tatsächlich der Drum Hall. Den darf man nicht unterschätzen. Das ist in meinem Fall ein Drum Room und der liegt nur auf der Snare Drum oben und unten und auf den Toms, aber der macht gleich noch mal ein ganz anderes Feeling. So, jetzt hört sich das natürlich an wie ein Raum, ähm, aber im Gesamtmix nachher äh, macht es tatsächlich ordentlich was her. Und was an dem Schlagzeug jetzt auch auffällt, ist, es hört sich nicht super natürlich an. Ähm, ich weiß. Ähm, aber dem Gesamtmix dort ähm, war es wichtig, dass das Schlagzeug gut durchkommt und sich gegen diese Hundertschaft an anderen Instrumenten durchsetzt. Deswegen ist es sehr transientenlastig gemischt. Ich kann euch mal... Ich zeige euch mal den Anfang des Songs. Oh, ich habe den euch gar nicht angespielt. Ich lasse den mal kurz anspielen, dass ihr überhaupt den Gesamtsong mal hört. I be someone, someone I once was meant to be. Only someone, someone I'd like myself to see. Now there's nothing, and nothing is all that's here to stay. Only moments, memories passed away. I was someone. Until the days where white right went wrong, now I'm no one. Stripped from the place that I belong, as the time flows, it's harder to keep the pain inside. Hear the wind blow, nothing is. So, jetzt habe ich euch das kurz gezeigt, wo wir das überhaupt zu tun haben. Da dagegen mit dem Schlagzeug durchzukommen, das war mein Punkt, ähm, da brauchen wir ein paar Transienten, um da durchzukommen. Deswegen ist das Schlagzeug ein bisschen unnatürlicher gemischt, wie man es eigentlich erwarten würde bei einem Big Band. Aber es macht einen großen Sound. Jetzt möchte ich euch noch kurz die Percussion zu Beginn weil der YouTube-Teil ist eigentlich auch schon gleich vorbei, ähm, möchte ich euch noch kurz den Bass zeigen. Hier im freien Teil, was da so ist, was ich da so gemacht habe. Ähm, beim Bass habe ich euch ja vorhin schon gesagt, da bin ich direkt am Amp raus aus der DI-Box, wo jetzt auch die Hälfte der Tontechnik wahrscheinlich schreien wird. Warum? Auf gar keinen Fall, den muss man vorher abnehmen. Ähm, ich bin ein Riesenfreund davon, dass ich tatsächlich den Verstärker höre. Also der DI-Out aus dem Bass ist meistens Post-Verstärker, das heißt, man hört wirklich. Die Transistoren und eventuell sogar die Röhren, die da drin arbeiten, noch mit und hat dadurch einen viel homogeneren Bass-Sound, als wenn man das Signal, also die iBox, die direkt aus dem Bass und dann dem Mischpult nimmt. Das heißt, ich bin ein großer Freund von, äh, wenn ein Bassverstärker in die iBox eingebaut hat, die zu nutzen. Ähm, und daher finde ich, dass der Bass auch deutlich wärmer und schöner klingt. Mein Bass-EQ, den seht ihr schon, der ist. Hat auch einen Low Cut, einfach wieder aus demselben Grund wie bei der western um die äh, PA ein bisschen zu schonen, die Subwoofer zu schonen, blöd gesagt, um deren Headroom ein bisschen zu erhöhen, dass sie ein bisschen lauter können. <laughs> Dann ist der Bass natürlich ein bisschen angehoben und die Mitten, dass man den Bass ein bisschen besser greifen kann. Und diesmal hat der Bass auch den gleichen Kompressor drauf wie die Snare, aber der kommt vorm EQ. Und zwar, weil ich nicht möchte, dass. Ähm, der EQ noch mehr anspringt bei tiefen Frequenzen, die ich ja hier geboostet habe, sondern ich möchte, dass der erstmal komprimiert und ich dann die Frequenzen anhebe. Dass ähm, die Bassfrequenzen gleichmäßiger angehoben sind. Hören wir uns den Bass mal an. Auch da macht der Kompressor nicht super viel, aber der... Nimmt auf jeden Fall die Spitzen weg und äh, klettert das Signal so ein bisschen. Ähm, ja, viel mehr gibt es zum Bass nicht zu sagen. Aus der Mitte, die Eye-Signal heißt, es gibt keine Umgebungsgeräusche. Das heißt, das bass ist super trocken, was es äh, sehr schön macht. Und zum Schluss für YouTube gibt es noch kurz die Gitarre. Und da muss ich auch sagen, da unterscheidet sich jetzt auch zum Beispiel die Studio-Welt von der Live-Welt. Es gibt eine E-Gitarre. Da wechselt der Gitarrenspieler unter Umständen dreimal die E-Gitarre an dem Set äh, und fünfmal den Kanal von verzerrt in clean, in ein bisschen crunchig, in Solo-Lead-Kanal. Ähm, da müsst ihr äh, Kompromisse eingehen. Auch im EQ, in der Kompression ein bisschen. Da ist so, heißt nicht, dass es blöd klingen muss, aber ihr, könnt auf, ihr müsst Kompromisse eingehen. Fertig aus. Um, in dem Fall war der Kompromiss, ich möchte die Gitarre ein bisschen äh, voluminöser haben und ein bisschen offener, aber ich möchte nicht, dass die ganzen Becken, die hier oben rein äh, das Lead machen, äh, noch super über das Mikro übertragen werden und im Bassbereich wieder abgeschnitten, das einfach, ja sowieso. Ein Low-Cut ist euer Freund im Live-Bereich. Sobald ihr keinen Low-Cut auf dem Mikrofon macht, habt ihr einfach das Problem, dass eventuell die Subwoofer zu Feedback führen können. Deswegen, Low Cut ist wirklich euer Freund. Heißt ja nicht, dass ihr den Low Cut bei 200 Hertz setzen müsst, aber guckt, dass ihr äh, euren äh, Bassbereich aufgeräumt habt. Ähm, genau, so viel dazu. Hören wir uns mal die Gitarre an. Die ist äh, clean, mal ohne EQ. Da wollte ich sie einfach ein bisschen wärmer und nicht ganz so scharf haben. Auch der ähm, Kompressor spricht da relativ stark an. Stark. Um diese, diese scharfen äh, Betonten ein bisschen abzuschwächen. Ähm, und ich habe ein Gate drauf auf der Gitarre, einfach nur deshalb, weil der Gitarrenverstärker gebrummt hat, wenn er verzerrt war. Ähm, und es hat gestört, wenn der Song aus war. Er vergessen hat den, den, den Kanal umzuschalten und es hat gebrummt. Dann habe ich ein Gate drauf gemacht. Das geht aber sofort auf, selbst bei Umgebungsgeräuschen wie, wie Gesang oder, oder könnt ihr das selber sehen. Ja, okay, hier spielt die Gitarre schon. Also da geht das Gate auch schon auf. Und in dem Song haben wir jetzt tatsächlich dann die hochverzerrte Gitarre im Refrain. Das, das meinte ich mit Kompromisse. Die würde ich eventuell ein bisschen anders EQen wie die cleane Gitarre und das war der EQ mit dem ich kam, der für alles einigermaßen gut gepasst hat, weil wenn man den ausmacht auf der verzerrten Gitarre ist auch einfach dünner. Genau. So viel dazu. Und jetzt möchte ich euch noch kurz ich setze jetzt mal die Rhythmusgruppe, die wir bis jetzt haben, einfach zusammen spielen lassen, dass ihr hört, dass ihr mal so ein bisschen da einen Mix hört. Was da auch schön zu sehen ist, dass Bassdrum und Bass echt gut zusammen funktionieren, da die Bassdrum einfach an einem anderen Ort... Ihren Druckpunkt hat wieder Bass. Das Tolle dabei ist, ich musste das gar nicht groß sortieren. Das war schon von Anfang an so, der Basssound hat sich super gut mit der Bassdrum zusammengefügt. Dadurch war der Bassbereich schon super aufgeräumt. Und die Gitarren übernehmen so tolle Mitten, die es einfach fett machen. Die Gitarre ist auch ein bisschen nach links gepennt, weil er auf der Bühne ein bisschen links stand, der Gitarrist. Und weil auf der rechten Seite nachher die Keyboards kommen. Und der Flügel und, und noch viele andere Instrumente, die in der Mittenrange machen. Deswegen habe ich sie auch ein bisschen im Panorama aufgeteilt, damit einfach nicht alles aus der Mitte rausschießt, was live ja unter Umständen auch ein, ein Konzept sein kann, aber was in dem Fall einfach nicht hilft, weil dann wird es nur matschig. Und so ist es ein bisschen verteilt, sodass trotzdem die Leute, die ganz rechts sitzen, noch die Gitarre hören. Hier sieht man es so nach 45 Grad nach links, ähm, dass sie noch rechts ein bisschen kommt, aber halt nicht ganz so laut. So, das war's auf dem YouTube-Stream. Ich bedanke mich, dass ihr alle eingeschaltet habt oder zugeschaut habt. Ähm, auch, dass so viele da waren, das hat mich sehr gefreut und dass ihr auch so äh, munter geschrieben habt. Ich habe es immer so ein bisschen verfolgt. Ich konnte natürlich nicht die ganze Zeit lesen. Es war ganz schön viel, was hier los war. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich, wie gesagt, erschienen seid. Ich freue mich auch auf den weiteren Stream und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Bis bald. Ciao.